Eine liebe Zuseherin hat die Frage gestellt, lieber Guido, kannst du oder möchtest du nicht einmal ein Video über das Glaukom machen, also über den grünen Star? Gerne komme ich natürlich den Wünschen meiner Zuseher entgegen und nehme die natürlich eben auch als Anreiz entgegen, Videos diesbezüglich zu machen. Ja, das Glaukom oder der grüne Star hat in den meisten Fällen die Ursache in einem erhöhten Augendruck, weil sich normalerweise ja im Auge Augenwasser bildet und dieses Augenwasser natürlich immer schön feucht hält, was ja natürlich notwendig und gut ist, damit das Auge eben gesund bleibt. Und dieses Augenwasser fließt normalerweise in zwei Augenkammern wieder ab und von da weg wieder zurück in den Blutkreislauf. Das Bilden von Augenwasser und das Abfließen sind normalerweise, ist normaler Kreislauf, das ist normalerweise ausbalanciert, es fließt hinein und fließt wieder ab. Beim normalen Augendruck haben wir ca. 10 bis 20 mm auf der Quecksilberskala. Und wenn aber das Augenwasser nicht anständig oder gar nicht mehr abrinnt, dann entsteht ein Druck auf das Auge, weil das Wasser ja drinnen bleibt und dieses Auge drückt dann auf den hinteren oder eben auf den Sehnerv. Und das mag der Sehnerv natürlich nicht gar so gern. Der verletzt sich dabei und dadurch entstehen eben dann die Sehprobleme. Ja, und welche Probleme dann entstehen, sind natürlich in erster Linie Verlust des Sehvermögens. Das kann sich auswirken in Gesichtsfeldausfällen, als wenn man dann gewisse Teile einfach nicht mehr sieht. Das wirkt sich auch aus natürlich auch bei Augenschmerzen. Das wirkt sich auf, wenn man so ein Lichter oder Funkeln hat beim Schauen, also wenn es da so blitzt und funkelt. Das wirkt sich aus bei Brennen, mit Kopfschmerzen, mit erweiterten Pupillen. Es kann sich auch so ein Lichtkranz ums Auge, also beim Sehen bilden, gerötete und blutunterlaufene Augen mit starken Punkten im Augapfel. Also das wären alles Symptome, die bei einem Glaukom entstehen. Was sind denn nun für mögliche Ursachen, die eben dafür sorgen, dass der Augendruck einfach zu groß wird? Das hat leider Gottes auch viel mit zu hohem Blutdruck zu tun. Wir wissen ja, Blutdruck ist natürlich ein Anzeichen, zu hoher Blutdruck ist natürlich ein Anzeichen, dass die Kapillargefäße, die Blutgefäße einfach zu eng werden. Und genauso können diese Venen zu eng werden oder undurchlässig werden, die eben das Augenwasser zufließen oder abfließen lassen. Und das ist das Problem. Es kann aber auch entstehen, wenn ich bei Bluthochdruck Blutdruck senkende Medikamente nehmen muss, weil irgendwo, wo eben der Blutdruck gesenkt wird, der baut sich woanders im Körper möglicherweise wieder auf und das kann dann eben auch im Auge sein. Es kann sein, dass ich Lebensmittel nicht vertrage, dass ich depressiver oder krampflösende Medikamente nehmen muss, die natürlich auch auf der einen Seite den Druck vermindern, den psychischen Druck, der sich woanders wieder aufbauen kann. Dann kann sein, dass ich Langzeittherapien von kortisonhaltigen Medikamenten nicht vertrage, würde ich sowieso nicht empfehlen, die wiederum zu erhöhtem Augendruck führen können. Mangelernährung, emotionale und psychische Gründe, das wiederum einfach zu viel Druck, zu viel Überdruck einfach im Leben bedeutet, der sich so auswirken kann. Ja, und die Frage der Fragen, die uns natürlich am meisten interessiert, was kann man dagegen tun? Wie können wir natürlich dagegen wirken? Dinge, die den Blutdruck erhöhen, zum Beispiel, dass ich die vermeide, wie zum Beispiel Kaffee, Koffein, dass ich Softgetränke, Bier, Alkohol, Tabak, Weißmehl, Süßigkeiten, Zucker, frittiertes Gepäck, Fastfood, also all das, was einfach meine Venengesundheit einfach total vernachlässigen wird, das den Blutdruck aufbaut, das eben alles dann wiederum einen erhöhten Augendruck erzeugt. Dann ist es natürlich auch wichtig, gesunde Gewohnheiten einfließen zu lassen, sich täglich zu bewegen, entweder schwimmen gehen, gehen, walken, leicht laufen. Also hier ist es gut, sich täglich 30 Minuten einfach zu bewegen. Was ich auch gemerkt habe, was den Tränenfluss zum Beispiel extrem anregt, ist wirklich Gähnen, herzhaftes Gähnen, so wow, ich weiß nicht, wie blöd das jetzt ausschaut, aber wirklich einmal, paar Mal herzhaft gähnen. Für Leute, die eben dann schon sehr empfindlich sind mit den Augen, ist natürlich eine Sonnenbrille schon sinnvoll.
Stress reduzieren, Mußestunden einfließen lassen, entspannen, Yoga, Meditation, Tai Chi, Qigong oder was auch immer es da geben mag. Auf der Nahrungsergänzungsseite kann man natürlich Vitamin A, also Beta-Carotin zu sich nehmen, mit viel Vitamin C, das natürlich für die Venengesundheit extrem gut ist, für Kollagenaufbau, OPC natürlich, keine Frage, Astaxanthin, der die freien Radikale eliminiert, das OPC natürlich ebenso und den Blutfluss verbessert, die Venengesundheit im Auge und so weiter und so fort. Es gibt dann noch die Möglichkeit von Urtinkturen, die man sich entweder selber kauft oder selbst bastelt, wie Mistel, Augentrost oder Johanniskraut. Auf der homöopathischen Seite gibt es Belladonna D30, es gibt Phosphorus D12, Aurum Metallicum D6 zum Beispiel. Es kann auch eine Fehlstellung des zweiten Halswirbels zum Beispiel, also C2, kann auch zur Entstehung eines Glaukoms führen. Also es gibt sehr mannigfaltige Ursachen.